Es ist schon alles sehr kurios. Ein 67-jähriger Niederösterreicher, der im Februar in St. Valentin im Bezirk Amstetten sein Haus vor Einbrechern verteidigen wollte, musste sich nun vor Gericht verantworten. Damals überraschte der Hausbesitzer einen Kroaten und dessen Komplizen, die sich in seinem Haus zu schaffen machen wollten. Der Niederösterreicher schoss zweimal auf die Männer, dabei erlitt der 47-jährige Kroate einen Durchschuss am Oberschenkel, konnte aber zunächst noch mit seinem Komplizen flüchten. Bei einer Tankstelle in Ensdorf ließ der unbekannte Fahrer, von dem bis heute jede Spur fehlt, den Angeschossenen aussteigen. Zeugen riefen Polizei und Rettung. Jetzt ist das Urteil gefallen, aber nicht für den Einbrecher, sondern für den Hausbesitzer, der sein Hab und Gut schützen wollte. Der 67-Jährige wurde zu 8 Monaten bedingter Haft wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt. Die Waffe besaß er illegal. Das große Übel ist aber, dass er sogar dem kroatischen Einbrecher auch noch ein Schmerzensgeld von 2.100 Euro zahlen muss. Der Richter begründet das Urteil damit, dass man in Notwehr nicht auf einen Flüchtigen schießen dürfe.